Du hast die Frage jetzt beantwortet, warum schwanken die Aktienkurse so stark? Mhm. Eben die Frage, die als nächstes dann kommt, ja, wie mache ich jetzt das? Wie kaufe ich Aktien, wie tun ich anlegen in Aktien? Genau, ja. Genau. Und jetzt hast du das grosse Problem, oder? Die Aktienkurse schwanken und egal was du machst, hast du eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass es falsch ist. Ist eben so. Mhm. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, das nennen Profis Dollar Cost Averaging. Und sie meinen damit, dass du Kosten, also respektive das Geld, das du in den Aktienmarkt rein tust, über die Zeit verteilst, sodass du auf den Durchschnittspreis kommst. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, oder? Du kaufst heute etwas und dann, mhm, dann langsam gibt es einen kleine Durchschnittspreis. Portionen. Genau, kleine Portionen. Und das hat einen grossen Vorteil. Nehmen wir an, du musst 20'000 Franken sparen im Jahr. Gehen wir mal auf dieser Zahl aus. Es könnte ja so sein, dass du die 20'000 Jahre im Vorjahr gespart hast, dann hast du sie jetzt im Januar, oder? Nehmen wir an, und du könntest jetzt sagen, okay, ich investiere im Januar. Und dann hast du das Problem, dass du mit 50% Wahrscheinlichkeit im Februar ein schlechtes Gefühl hast. Oder? Du kannst jetzt etwas anderes machen. Du kannst sagen, ich investiere von diesen 20'000 Franken alle 3 Monate 5'000 Franken. Das heisst, du investierst 4-mal 5'000 Franken, nicht einmal 20'000 Franken. Und was passiert jetzt? Die ersten 5'000 Franken hast du investiert. Nehmen wir an, es geht durch, kein Problem, machst du nochmal 5'000. Es geht durch, kein Problem, machst du nochmal. Also, das ist kein Problem. Günstig, schaust du es sowieso nie an. Was ist aber, wenn es runtergeht? Dann hast du erst 5'000 von den 20'000 Franken investiert. Und dein Verlust ist nur auf ein Viertel von deinem Vermögen, das du hast anlegen wolltest. Und noch besser, die zweiten 5'000 kannst du zu günstigeren Preisen anlegen. Oder? Aber du darfst deine Strategie in diesem Fall nicht wechseln. Nein, du musst wieder 5'000 Franken, also du kannst eine andere Aktie kaufen, aber du kannst wieder 5'000 Franken investieren nach 3 Monaten. Du bleibst dabei. Und selbst wenn das ganze Jahr runtergeht, das ist der schlimmste Fall, ist das ganze Jahr geht, aber auch das gibt es, oder? Ich glaube, jedes dritte Jahr geht ein ganzes Jahr runter. Dann hast du wenigstens einen tieferen Durchschnittspreis und hast wenigstens weniger verloren, als wenn es von Anfang an zum Beispiel in der Bank gegeben ist. Weil die wollen sofort investieren. Ja. Und hast du letztlich mehr bekommen für das Geld, obwohl es zwar der Wert... Obwohl es ein bisschen runtergegangen ist, oder? Ist, genau. Aber mehr Anteile... Hast du dann schlussendlich weniger verloren, als du verloren hättest, wenn du am Anfang gesagt hast, ich will mich das Jahr nicht um das kümmern, ich kaufe am Anfang einen Fonds. Und dann hätte ich dann alles verloren. Mhm. Oder die ganze Verlustphase durchgemacht. Mhm. Das ist vor allem, das gibt dir ein besseres Gefühl, aber was auch dann passiert ist, dann, wenn es wirklich schlimm aussieht, tust du immer noch investieren. Und das ist ganz, ganz wichtig für deine Rendite. Mhm. Dann, wenn alle, oder? Darum gibt es eigentlich keinen guten Zeitpunkt zum Investieren, weil der gute Zeitpunkt wäre dann, wenn alle sagen, du darfst nicht mehr investieren. Ich habe 2009 im Mai, bin ich bei einem Profi gewesen, der gesagt hat, wir werden nie mehr Geld verdienen mit Aktien. Und ich habe aus meinem Prinzip einfach gesagt, ja, aber ich tue jetzt mal trotzdem 20 oder 30'000 Franken einfach in Standard Poor's 500 in Amerika investieren. Ich mache das jetzt trotzdem. Das war die beste Anlage gewesen. Dann, wo wirklich alle gesagt haben, es ist wie kein, das ist die beste gewesen. Das heisst, der gute Zeitpunkt ist der, wo dann wirklich das Gefühl hast, du als Arzt, und das Gefühl hast, hey, stell dir vor, oder? Du würdest so weit gehen, dass du ein schlechtes Gefühl haben beim Anlegen, ist sogar eigentlich positiv. Ist eigentlich gut, ja. Weißt, wenn du in den Ausverkauf gehst, an der Bahnhofstrasse, hast du auch kein schlechtes Gefühl, dass die Kleider billiger sind. Ja, höchstens, wenn du das Gleiche siehst, was du schon vor 2 Monaten gekauft hast, für einen dreifachen Preis. Genau, das ist natürlich bei der Aktie der Fall. Ja. Du siehst es genau. Ja. Bei den Kleidern siehst du es nicht, weil das ist ja schon verkauft worden. Oder? Grundsätzlich, es nie. Ja. Aber grundsätzlich wäre eigentlich dann das gleiche Gefühl auch. Und du denkst auch, oh, jetzt ist der gleiche Bulli, oder? Mhm. Wäre es eigentlich günstiger. Nein, dann, wenn du Ausverkauf ist, ist die beste Zeit zum Anlegen. Zum Kaufen. Ja. Ja. Das leuchtet dir, ja. Und darum, weil du psychisch nicht in der Lage bist, in den schlechtesten Zeiten dann wirklich zu kaufen, musst du regelmäßig kaufen, oder? Mhm. Anstatt dass du dir sagst, weißt du, ich warte auf den nächsten schlimmen Augenblick, kaufst du regelmäßig, weil wenn du wartest, dann irgendwann mal dreht die Nerven durch und sagst, es ist der Markt so lange gut gegangen, jetzt muss ich auch kaufen. Mhm. Und dann bist du sehr wahrscheinlich wirklich im falschen Augenblick drin. Mhm. Und sehr wahrscheinlich, wenn die Börse runtergeht, sagst du dir, ja, ich warte noch, sie geht sicher noch weiter runter. Und dann wirst du immer im falschen Augenblick. Du wirst immer dann, wenn sie wieder sich kehrt, dann wirst du kaufen. Und das ist der falsche Augenblick, das ist die günstige Phase nicht mitverfolgt. Mhm. Also das ist ein wichtiger Punkt, regelmäßig zu investieren. Und du siehst, wie simpel das ist. Mhm.
Also der einzige Advice, den ich dir eigentlich geben kann, also der wichtigste Advice, den ich dir eigentlich geben kann, ist, tun regelmäßig über Zeit investieren. Und sich nicht beeindrucken lassen. Gar nicht, für Fachbrech gar nicht lesen. Weil es ist ja jeden zweiten Tag falsch.